Wir beschäftigen uns heute mit dem Thema künstliche Intelligenz in der Architektur. Und bei diesem zukunftsweisenden Thema sind wir heute natürlich auch in einem Gebäude unterwegs, das uns eindrucksvoll zeigt, wie wir in Zukunft bauen müssen. Wir sind heute im Circular House und treffen uns hier mit Florian Scheible. Er ist Architekt und Geschäftsführer von Schöne Neue Welt Ingenieure und er beschäftigt sich mit genau diesen Themen wie Digitalisierung und künstlicher Intelligenz. KI ist ein Tool, das im Wesentlichen auf Daten basiert. Ohne Daten gibt es auch keine Ergebnisse aus einer KI. Wir müssen Daten erheben, müssen Daten sammeln, müssen Daten strukturieren und dann können wir mit diesen Daten KI anlernen. Und erst wenn das auf einem bestimmten Niveau angekommen ist, wird die KI für uns nutzbar. Im Idealfall sehen wir ja KI als eine Art Assistenzsystem für uns. Wir wünschen uns, dass wie sich wiederholende Tätigkeiten, die durchaus eine höhere Komplexität haben, zukünftig zügig und automatisch erledigt werden können. Wir sehen im Grunde zwei wesentliche Schwerpunkte in der Anwendung, die jetzt auch schon für alle verfügbar ist. Darum geht es ja auch. Können wir das überhaupt nutzen im Moment? Das sind einmal textbasierte KI-Anwendungen, ChatGPT beispielsweise, oder es sind bildbasierte Anwendungen, was übrigens ja auch die ersten Anwendungen der KI waren. Bildbasierte Anwendungen wie Midjourney beispielsweise. Naheliegend ist natürlich zunächst mal Anwendungsfälle heranzuziehen, wo es nicht auf ein hundertprozentig akkurates Ergebnis ankommt. Also wenn wir beispielsweise über Bilder sprechen, zum Beispiel über Wettbewerbsbeiträge, Wettbewerbsbilder, man sieht, dass die Resultate erstaunlich realistisch sind. Wenn man ganz genau hinschaut, kann man die kleinen Unschärfen erkennen, die typischerweise bei KI entstehen. Aber das ist erstmal eine naheliegende Anwendung, weil es nicht um ein 0- oder 1-Ergebnis geht, sondern die leichten Unschärfen sind möglicherweise verkraftbar. Anders ist es natürlich, wenn es jetzt um eine rechtssichere Prüfung von Abstandsflächen ginge. Das ist etwas, wo man wahrscheinlich auch auf absehbare Zeit immer noch mal den Menschen brauchen wird, um ein abschließendes qualifiziertes Urteil zu fällen. Noch müssen wir davon ausgehen, dass KI Daten im Grunde nur aus dem Fundus des Internets zieht. Wir haben in der Architektur in Deutschland keine systematische Erfassung von Daten, von Projekten. Das bedeutet im Grunde genommen, dass alles, was wir da sehen, eben auf dem basiert, was im Internet jederzeit abrufbar ist. Wenn wir zu qualifizierten Ergebnissen kommen wollen, die auch unmittelbar mit dem Bauen in Deutschland in Zusammenhang stehen und auch realistische Ergebnisse generieren können, dann müssen wir Daten im deutschen Bauwesen verfügbar machen. Wir haben seit vielen Jahren den Prozess des Building Information Modeling, der Implementierung des Building Information Modeling in unser Planungswesen. Und das bietet natürlich schon mal eine gute Basis, um zukünftig strukturiert Daten bereitstellen zu können. Jetzt interessiert uns natürlich, was ihr schon alles über KI wisst. Wendet ihr KI im Planungsprozess schon an? Und wenn ja, welche Tools nutzt ihr? Schreibt uns das doch gerne mal unten in die Kommentare. Jetzt kommt ein ganz großer neuer Aspekt dazu, nämlich die Aufgabe, Baustoffe und Produkte, die bereits da sind, zu integrieren idealerweise. Und das hat natürlich Auswirkungen. Wir sehen es auch ganz schön hier am Gebäude, dass man sich als Planende dann darauf einstellen muss, dass das Fenster, das man zur Verfügung hat, eben bestimmte Abmessungen hat, wenn man auf der Produktebene bleibt. Dass die Lichtschalter eben dann so aussehen, wie sie aussehen. Ja? Das muss man irgendwie zusammenbringen. Und wenn ich am Rechner im Büro sitze, weiß ich ja noch gar nicht, welche Produkte überhaupt verfügbar sind. Und wenn ich dann plane, kann man sich ja durchaus vorstellen, dass ich ein Assistenzsystem habe, das mir entsprechende verfügbare Produkte darstellt, ja? Und anzeigt. Ich glaube, das wird sehr spannend. Es gibt eine große Menge von Risiken und die kommen natürlich erstmal aus dem gesamtgesellschaftlichen Kontext. Die Frage ist, wie viele Aufgaben soll KI denn übernehmen? Bleibt es ein Assistenzsystem? Ja? Oder wird es mehr? Wir müssen das aber auch aktiv begleiten mit guten Ideen, indem wir es an den richtigen Stellen einsetzen. Wir müssen in Austausch kommen mit den Softwareherstellern,
um zu signalisieren, was wir brauchen an Tools und was wir eben nicht brauchen. Wir müssen die Chancen für uns daraus ziehen und schauen, welche Anwendungen für uns Sinn machen und dann als Gesellschaft dafür einstehen, dass es sich in die Richtung entwickelt, die für uns Sinn macht. Denn am Ende ist Architektur ja immer ein Kulturbeitrag. Und den wollen wir doch bitte als Menschen leisten und nicht durch Maschinen generieren lassen. Bisher eignet sich KI im Architekturbüro vor allem für die ersten Planungsphasen, wenn es zum Beispiel darum geht, Visualisierungen für Wettbewerbe zu erstellen. Aber KI hat auf jeden Fall das Potenzial, uns in Zukunft auch noch viel intensiver, zum Beispiel als Assistenzsystem zur Seite zu stehen, wenn man zum Beispiel den Blick auf die Bauwände und aufs zirkuläre Bauen richtet. Wir behalten die Entwicklung von künstlicher Intelligenz auf jeden Fall im Auge und werden uns Anfang nächsten Jahres die Anwendung von KI in den ersten Planungsphasen einmal konkret anschauen. Und da seid ihr auf jeden Fall wieder dabei. Also, bis bald.